Ganz wenige VIP-Tickets gibt es noch, aber ansonsten ist das Stadion rappelvoll und alle freuen sich auf ein Fußballfest. Unter anderem auch mit zwei inklusiven Einlaufgruppen und einem Rollstuhlspalier als Verlängerung des Spielertunnels. Also es wird morgen optisch wirklich an allen Ecken und Enden zu sehen sein, dass wir für das Thema Inklusion werben. Wir nutzen den Spieltag als Schaufenster, möchten aber auch nochmal betonen, dass Werder eben sich ganzjährig und dauerhaft auch um die Inklusion kümmert und auch inklusiv handelt. Inklusion ist, glaube ich, in allen Lebensbereichen sehr, sehr wichtig. Egal, ob das in der Schule ist, ist es ja auch ein sehr, sehr aktuelles Thema, ob es im Berufsleben ist. Auch dort sind wir, glaube ich, sehr, sehr gut aufgestellt und versuchen auch Menschen mit Handicap eben auch zu integrieren. Thomas Schaaf ist jetzt technischer Direktor. Haben Sie viel mit ihm zu tun? Wie verstehen Sie sich mit Thomas Schaaf? Ja, schon. Viel mit ihm zu tun ist im Alltag jemand, mit dem ich häufiger spreche in Verbindung zum Nachwuchs, aber auch teilweise über Dinge bei den Profis, wenn ich mal einen Ratschlag haben möchte von einem erfahrenen Kollegen. Und ich glaube auch sagen zu können, dass wir uns persönlich ganz gut verstehen. Ich glaube, für beide Mannschaften geht es morgen um einiges. Für Stuttgart natürlich. Klar, etwas unerwartet für mich oder sehr unerwartet für mich im Abstiegskampf mit dabei. Ich glaube, das kann man jetzt auch nicht mehr weglügen. Haben trotzdem eine hohe individuelle Qualität im Kader. Das spielen Spieler, die einfach sehr gut sind. Beginnend bei Benjamin Pavard als Weltmeister, Innenverteidigung. Grundsätzlich ansonsten auch mit hochkarätigen Spielern besetzt. Mario Gomez im Sturm immer noch jemand, vor dem ich sehr, sehr großen Respekt habe. Dem sollte man den Ball nicht geben in Strafraumnähe. Gonzalo Castro, das letzte Spiel jetzt auf der 6 gespielt, grundsätzlich ein sehr guter Fußballer. Also da ist schon eine hohe individuelle Qualität auf dem Platz bei Stuttgart. Und sie müssen wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, sondern sie brauchen einfach jeden Punkt. Deshalb werden sie mit maximalem Engagement und mit allem, was sie haben, hier versuchen, am Freitagabend in Bremen zu punkten. Grundsätzlich alle fit, aber Julia wird es nicht schaffen. Martin hat einen guten Heilungsverlauf momentan, muss man wirklich sagen. Aber wir sind da noch nicht an dem Punkt, dass ich die Prognose verändern würde. Flutlicht, Freitagabend, gute Ausgangssituation. Könnte, wollen nicht jede Woche ein Fest versprechen, aber könnte ein schöner Abend werden, ja. Ja gut, also am liebsten muss ich sagen, spiele ich um 15.30 Uhr am Samstag. Aber trotzdem ist das gerade das Flutlichtspiel schon noch was Besonderes. Und gerade wenn es dann zu Hause ist, wenn man vom Hotel zum Stadion fährt und schon von Weitem so das Flutlicht sieht, das ist schon was Besonderes. Und das ist immer so eine ganz besondere Atmosphäre. Trotzdem bin ich eher bei 15.30 Uhr am Samstag. Aber gerade die Konstellation, so wie sie jetzt ist, springt ja vielleicht beim Sieg 2 Tage frei raus und dann ist das auch nicht so schlecht. Sonntag, wenn die Mannschaft gewinnen sollte, Freitagabend, gibt es dann 3 Tage frei? Ich hätte doch 2 gesagt, warum jetzt 3? Also, 2 oder 3 oder wie? Nein, nehme ich auch. Steht das am Plan, wenn ihr gewinnt, 2 Tage frei? Der ist ja geil. Jetzt verhandle ich mit Journalisten über freie Tage für Spieler. Ich will es ja nur wissen. Ja, ist schon klar. Es gibt wenig Privilegien, die ich habe als Cheftrainer, aber die habe ich, dass ich entscheide, wann es freie Tage gibt und wann nicht. Und das entscheide ich Freitagabend nach dem Spiel. Ja, nein, also ich glaube, bei Pizza ist es einfach eine besondere Situation. Ich glaube, da sollte ihm keiner reinreden. Das muss er und sein Körper, die müssen das zusammen entscheiden. Und ein bisschen unglücklich. Pizza muss das für sich alleine entscheiden, da sollte ihm keiner reinreden. Und bei Max ist es so, dass man, dass da schon untereinander mal der ein oder andere Spruch kommt, aber wirklich ernsthaft drüber gesprochen wird dann nicht, weil das muss jeder für sich selber entscheiden und das sollte man eigentlich auch unabhängig voneinander tun. Natürlich ist jetzt langsam irgendwann die Zeit gekommen, wo man sich mit dem Thema beschäftigen muss. Aber das werde ich mit mir selber, mit meinen Leuten, die das was angehen, tun. Und das werde ich jetzt nicht öffentlich machen. Und wenn es soweit ist, dann werden wir verkünden, was Sache ist. Aber ich werde ja jetzt das nicht weiter kommentieren.